Hi, dieser Kanal wird von den Eltern geführt. Oh, das ist so mies. Das haben wir ja schon so oft gehabt, ne? Oh, schön, wie die Eltern die Kinder ausbeuten. Und ach, es ist zum Kotzen echt. Freunde, es ist Zeit für eine gottlose Ansage. Und zwar hat Stay eine gottlose Ansage zu machen. Und ich bin sehr gespannt, weil Stays gottlose Ansagen sind immer sehr unterhaltsam. Auch wenn ich nicht immer hundertprozentig mit ihm übereinstimme, bin ich mal sehr darauf gespannt, was er zu sagen hat und ob ich damit d'accord bin. Gottlos auf Mutter gegangen. Kennen wir ja nicht anders. Hey, du hast dieses Video eingeschaltet. Aber nicht nur hier gibt's coolen Content, sondern auch hier bei Stay Zockt oder hier. Werbung, okay. Passiert möchte ich auch so umfangreich, ja, schon wieder neue Displays hinten, wie es mir nur möglich ist, erklären. Am Freitag bzw. am Donnerstag der letzten Woche habe ich mich in meinem Stream hingesetzt und während einer Reaktion, wo es um Videospiele ging, habe ich mich mit meinem Livestream-Chat gesprochen und wir haben uns über Mobile Games unterhalten. Wir haben darüber gesprochen, dass ich nicht verstehen kann, wie... Der Werbetrailer ist cool, ja. Ich habe den jetzt nur schon 50 Mal gesehen. Also der Werbetrailer am Anfang, hey, hier gibt's auch coolen Content, ist cool gemacht. Wieso Mobile Games so erfolgreich sind und dass ich allgemein ja nicht so Mobile Games affin bin, aber ich wollte mich einfach, weil mich das interessiert, mal Mobile Games aussetzen. Und habe deswegen meinen Chat gefragt, hey, könnt ihr mir Empfehlungen geben? Und mein Chat hat mir zwei Empfehlungen gegeben. Zwei sehr gute Empfehlungen tatsächlich auch, darum geht's gar nicht. Sie haben mir Marvel Snap empfohlen. Fantastisches Spiel. Ich spiele sehr viel Marvel Snap, seitdem mir das empfohlen. Stay hatte eigentlich damit geprahlt, dass er seine Bildschirmzeit um über die Hälfte reduziert hat, ja? Und jetzt hat ihn seine Community dazu gebracht, dass er wieder das Dreifache an Bildschirmzeit hat. Marvel Snap ist toll. Und Wild Rift, das ist dieses Mobile TFT. Darum geht's jetzt aber gar nicht. Mir geht es um, so bin ich Richtung Mobile Games gestolpert. Was macht man, wenn man keine Ahnung hat von Mobile Games? Vielleicht kann der ein oder andere es nachvollziehen. Man guckt mal in die Charts zu den unterschiedlichen Kategorien. Also so geht's mir auch. Wenn ich mal irgendwie Bock habe, im Bett was zu zocken, dann gucke ich in die Charts und dann habe ich keinen Bock mehr, was im Bett zu zocken, weil das alles diese Gambling-Scheiße ist. Also Games, wo du ohne Geld auszugeben eigentlich eh nicht weiterkommst. Mehrere Spiele, die ich in Charts gefunden habe, dann über YouTube-Videos mir mal angeguckt. Weil ich wollte nicht alles runterladen. Das macht ihr vielleicht auch. Wenn ihr ein Videospiel habt, ihr guckt das kurz auf YouTube nach, ihr schaut, was das ist und dann könnt ihr euch ein Bild davon machen, ob das worth ist, das vielleicht A zu kaufen oder B überhaupt sich damit auseinanderzusetzen. Ist eine super Strategie, kann ich nur empfehlen. Und dann ist das passiert, was jetzt gleich aufgearbeitet wird. Dann bin ich auf ein Spiel gestoßen, das mich, wie gesagt, an ein anderes Spiel erinnert hat. Und dieses Spiel lautet Stumble Guys. Und das habe ich ja noch nie gesehen. Mensch, kommt euch das bekannt vor, Stumble Guys? Habt ihr das schon mal irgendwo anders gesehen? Nee, ich nicht. Das recht nicht auf Steam. Fallende Menschen wäre doch noch eine passende Umschreibung. Relativ unauffällig, aber wenn man die Screenshots angeht, denkt man sofort, okay, ist Fall Guys. Dann ist mir aufgefallen, okay, holy shit, das ist irgendwie von Mr. Beast. Und ich so, holy shit, Alter. Mr. Beast, große Promo. Also sieht ja übelst lustig aus. Ne? Ich dachte, okay, alles klar. Gucken wir uns das mal an. Also habe ich Stumble Guys ab 9 Jahre mal in meinen YouTube-Browser geballert. Und natürlich ist Folgendes passiert. Sehr viele junge YouTuber, Content Creator, Streamer spielen Stumble Guys. Videos, die alt sind, Videos, die neu sind, Videos, die von sehr alten Leuten, also von Teenagern gemacht würden, aber auch Videos von sehr... Von sehr alten Leuten, also Teenagern. Sehr jungen Leuten. Und da ist mir eins aufgefallen. Und da ist mir eine Sache wirklich aufgefallen. Und ich möchte euch die Sache zeigen, um damit ihr nachvollziehen könnt, was mir aufgefallen ist und ihr könnt eventuell eure Schlüsse ziehen, ja? Ich bin auf einen YouTube-Kanal von einem 10-jährigen Jungen gekommen. Oh, ich finde das ganz schwierig. Also ich finde das ganz schwierig, wenn ein 10-jähriger Content hochlädt. Ich hoffe, dass der kontrolliert wird von seinen Eltern. Also ich persönlich, aus Vatersicht, würde meiner 10-jährigen Tochter nicht erlauben, Content auf YouTube hochzuladen. So viel dazu. Den ich bewusst in dieser Stelle hervorheben will, der nicht das Ziel meiner Äußerung jetzt ist. Ich möchte das einfach nur mal kurz zeigen. Ich habe das gesucht, Stumble Guys,
und ein YouTube-Kanal von einem Kind wurde aufgerufen. Ja, der zeigt sich auch ungeblurrt in der. Ja, das ist von meiner Tochter gibt es nicht ein Bild im Internet, wird es auch nie geben. Und ich meine, irgendwann wird der Moment kommen, wo ich es nicht mehr blockieren kann, wenn sie alt genug ist. Dann wird sie auch diese Entscheidungen selber treffen, ob sie sich im Internet zeigen möchte. Ich kann ihr nur den Tipp geben, es nicht zu tun. Und also hier in dem Haushalt sind wir ja Gott sei Dank affin genug, um mit dieser medialen Kompetenz umgehen zu können. Also wir haben genug mediale Kompetenz, die wir mitbringen als Eltern, um zu wissen, was wir machen und was nicht. Und dass unser Kind ganz sicher auch kein Social Media nutzen wird. Ist mir dann auch scheißegal, ob die uncool ist. Wir wissen, was das bedeutet. Und ganz sicher wird meine Tochter keine YouTube-Videos hochladen. Das wird nicht passieren. Der YouTube-Beschreibung, ich möchte das jetzt zeigen, weil das relevant ist, steht auch drinne. Hi, dieser Kanal wird von den Eltern geführt und... Oh, das ist so mies. Das haben wir ja schon so oft gehabt, ne? Das haben wir ja schon so... Oh, ich esse 24 Stunden nur Automatenessen. Oh, schön, wie die Eltern die Kinder ausbeuten und... Ach, das ist zum Kotzen, echt. Das ist doch so zum Kotzen. Da bin ich immer noch für den Elternführerschein und den sofortigen Entzug dessen. Ich finde es so ein absolutes No-Go, sein Kind so zu verheizen, was ja in Amerika so komplett normal ist. Ne, mit Little Miss Princess Veranstaltungen und so eine Scheiße, wo die Eltern die Kleine hochtakeln und sowas. Ihr wisst, wovon ich rede. Darüber hat man schon mal was im Fernsehen gesehen. Und für mich ist das genau das Gleiche, wenn Eltern ihre Kinder so ins Internet stellen, um dadurch diesen medialen Erfolg abzugrasen und damit Geld zu verdienen. Und das Schlimme ist, du machst das Kind kaputt damit. Du machst das Kind einfach kaputt. Das ist so schlimm, dass das nicht verboten wird. Das geht mir so auf den Sack. Und nicht von Leotin selbst. Der heißt Leotin. Das ist dann schon um 10 Jahre oder so. Und ich so, okay, Stumble Guys. Da bin ich auf den Kanal gekommen. Und ich dachte mir so, okay, alles klar. Was ist das? Und dann gucken wir doch jetzt mal Leotin dabei zu, wie er Stumble Guys spielt, ja? Das ist so ein Video von Leotin. Der spielt da mit irgendeinem Älteren. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kann das nicht sagen. Wir gucken uns das hier mal an und dann maybe der Vater. Gucken wir jetzt mal, wie Leotin Stumble Guys spielt, ja? Wollen wir mal machen? Unter Aufsicht der Eltern natürlich. Genau. Stumble Guys Opening Battle, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr Stumble Guys Battles sehen wollt. Oh. Stumble Guys! Was bei uns aussieht. Oh. So. Jetzt geht's. Ich hab gar keine Skins hier drauf. Ne? Was? Ey, du hast richtig, aber du hast trotzdem richtig viele. Wie nur gewöhnliche. Okay, ich sage dir, Leotin, ich brauche jetzt auch erstmal hier ein bisschen, ich kaufe mir kurz was. Was? So, let's go, ich bin startklar. Was so, jetzt? Kohle ist ausgegeben, Leute, ihr seht's. Hä? So, das ist meine Belohnung. Boah, dieser Hyper-ADHS-Content, ne? Also auch schnell sprechen, viele Informationen in wenig Sekunden und alles genau darauf abgezielt, dass in diese Richtung geht. Ja. So, dann lass mal jetzt, welches Glück hat er bis Ben. Welches Glück? Also alle Dinge ansprechen, die kleine Kinder sofort fixieren, ne? Ey, du brauchst geile Skins. Ey, lass mal spinnen, lass mal kaufen, lass mal dies, lass mal... Kannst spinnen? Warte, was? Alter, das ist krass, oder was? Ja, das ist... Boah, Alter. Warte mal, kannst du... Wir spinnen Alter. Zusammen. Lass mal ein Battle machen. Komm, mal die 10, spinnen zusammen? Spins, oder? Ja, 3, 2, 1, go. Let's go, Leute. Let's go, mal gucken, wer gewinnt. Erstes Bild und... Ersten Skin. LOL. Klein Timmy, sag doch mal zur Oma LOL. Komm, gönn. Ja, wir machen gönn, ja meistens gönn. Okay? Gönn, gönn, ja. Ich rein in die Slots. Gönn. Ja. Gönn. Echt? Ja. Oh, Mist. Oh. Ey, ich glaub, oh, Snap. Er hat auch null Bock, der Mann, der da sitzt. Der ist einfach voll demotiviert. Der macht die Scheiße gerade nur für dieses Video. Das hat null damit zu tun, dass wir sagen, ey, komm, lass was zusammen machen, Vater, Sohn, coole Zeit erleben. Okay, ist ja, die spielen ein bisschen. Wir gehen ein Video mal nach vorne, das ist ja nur zum Warmwerden. Ja. Oh. Bin nach vorne gegangen. Spam. Da hab ich zweimal ein Special. Digga, nur Pech, ey. Digga, ja. Oh, Digga, nur Pech, ey. Ja, komm, wir machen das jetzt weiter hier. Ja, let's wird nochmal go. Gekauft, wird okay. Nochmal reingeshoppt, ja, klar, let's go. Durch, ey, da. Let's go! Boah, ich hoffe, ne? Ja, klasse. Dieses vorabgesprochene Gespräch. Man merkt einfach, dass er quasi das sagen musste. Hört man genau. Komm, wir machen das jetzt so weiter hier. Ja, wird nochmal gekauft, wird nochmal reingeshoppt. Ja, klar, let's go. Let's go! Ey, meinst du, wir ziehen ihn heute noch? Ich hoffe, ne? Ja, klasse. Boah, mal schauen, wer jetzt gewinnen wird. Oh, schauen wir mal, wer jetzt gewinnt. Ey, ja, ich auch. Da ist er. Oh. Leute, schreibt mir in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare. Ich will...
Digga, ich kommentiere eigentlich sehr viel in meinen Reactions, weil das ist eine Reaction, ne? Aber mir fällt nichts mehr ein. Auch gerne in die Kommentare schreiben, die Kommentare sind aber deaktiviert. Ah, natürlich sind sie das. Tschüss, geht ja oder nein? Alge, Alge, Alge! Oh, komm, gönn. Gönn, gönn, gönn. Gönn. Gönn! Gönn, gönn. Gönn! Gönn. Ja! 8.000 Euro! Knapp, du hast Patrick gezogen. So viel Geld ist schon ausgegeben, ich zieh einfach keinen. Oh Mann, so viel Geld weg. Komm jetzt. Gönn, egal, geh rein, oh ja. Oh Mann. Oh Mann, ich hab gar keinen Bock. Was ist denn das für eine Scheiße? Mann, okay, wir gehen mal weiter. Die spielen jetzt gleich Sammelgeist, ehrlich. Mann. Krass, immer noch am Spielen. Junge, gönn doch. Gönn, los. Oh, ich, oh Gott, dieses iPad kaputt. Wirklich, wird man frustriert, wenn man die ganze Zeit Stumblegeist spielt. Kann's nicht sein, Leute, wirklich. Da! Oh, ja, oh, frustrierend, Digga. Das ist das letzte Mal, dass ich Stumblegeist spiele, aufgenommen, wenn das jetzt nicht funktioniert. Echt mal, das letzte Mal, dass ich Stumblegeist spiele. Wahnsinn. Gönn doch einfach. Ja! Okay, okay. Ist euch irgendwas aufgefallen? Also, jetzt werden hier noch ein paar Spielautomaten geöffnet. Mir fällt auch nichts mehr dazu ein, das ist das Problem. Und am Ende. Wie viel Geld muss man denn da durchprügeln? Ja, wie viel Geld muss man aufmachen? Also, möchte ganz bewusst sagen, Leotin ist hier als Schutzbefohlener in der Obhut seiner Erziehungsberechtigten, allem Anschein nach, so steht es im YouTube-Kanal. Und hier wird Stumblegeist gespielt. Und ich dachte mir, okay, Stay, du bist so ein linksgrün versiffter Walker. Nur weil du ein Video gesehen hast, heißt das ja nicht, dass das die ganze Zeit so ist. Darum gucken wir mal das nächste Video an. Stumblegeist! Ja! 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 Nein! Ja! Nein! So, jetzt ja, der Sound wird gelöscht! Hallo Leute, ich bin Leontin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wir haben mal wieder Special Guest dabei. Genau Leute, Hashtag die Burgerpommes in den Kommentaren. Burgerpommes! Und ja, wir sind eben gerade schon ins Stumblegeist drin, Leute. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr schafft. Wir sind ins Stumblegeist drin, jetzt ein Do-Q in Stumblegeist. Ich freue mich übel. Stumblegeist bringt auch rein. Und man sieht hier, Tigger, du hast einfach Mr. Beast hier. Mr. Beast, ja! Yes! Also in der Lobby. Genau, also in der Lobby. Man sieht da schon Mr. Beast. Und ich habe hier auch den Skin ausgewählt. Richtig krass. Ey, schau mal, wie viel Special ist schon. Ey, Leute, wir werden heute ein Opening-Battle machen, ne? Warte, was? Opening-Battle. Ja. Lass mal gucken, wo wir jetzt richtig viel Gems aufladen können. Okay. So, okay. Startklar, Kauf abgeschlossen. Ey, oh mein Gott. Leute. Bei ihm auch? Cool. Ihr müsst wissen, wir haben gerade schon mal das ganze Video abgedreht und hier 100 Euro ausgegeben. Da ist die Aufnahme abgebrochen. Ja. Safe. Schon, die haben vorher schon mal durchgejagt durch den... Deswegen nimmt man MP4 auf, weil wenn die Aufnahme abbricht, die Videodatei danach nicht kaputt ist. Aber hey, was weiß ich denn schon? Automaten. Alter, hat nicht aufgenommen, auf Cringe angelehnt. Aber jetzt gehen sie nochmal rein. Auf Birgit für den Content. Ja. Ja. Jetzt würde ich sagen, komm, Leon, Team, bist du bereit? Ja. Lass mir jetzt Special Skins ziehen hier, ne? Ich find's krass, dass Mr. Beast dafür actually wirklich Werbung macht. Bin ein bisschen schockiert. Wirklich, also ich wusste das nicht. Und ich finde das echt krass, wirklich. Ja. Bei welchem Rad? Lass mal bei dem hier. Welches Glücksrad nehmen wir? Wir nehmen das Mr. Beat-Rad. Ich habe ja geguckt, Chat, für den Fall, dass man denkt, Stay, du hast aber keine Recherchen gemacht. Ich habe mich in Stumblegeist auch hingesetzt. Hier, auf meinem Handy, habe ich mich auch hingesetzt. Und ich bin auch erstmal in den Shop rein und bin dann auch erstmal ins Glücksrad. Ja, hier in den Glücksrad kann man reingehen. Und dann kann man hier nicht nur das Ganze für Echtgeld kaufen und so, ist ganz entspannt, sondern kann man hier einfach in so ein Glücksrad reingehen. So ein Mr. Beast-Rad beispielsweise oder so ein Superrad. Und dann kann man hier reingehen. Und ich habe ein bisschen aufgeladen, um euch das zu zeigen. Und dann, der Account ist übrigens auf 9 Jahre eingestellt. Ich gehe mal mein Essen holen. Vielleicht ist auch gerade das Sinnvollste. Weil das ist jetzt heftig. Das ist harter Tobak. Ich habe mich registriert und habe eine Antwort gegeben. Hey, wie alt bist du? Ich bin 9 Jahre. Krass. Denn das Spiel ist ab 9 Jahren. Krank. Jetzt gucken wir mal, was ein 9-Jähriger so bei Stumblegeist so spielt. Er lädt jetzt auf. Ja! Wahnsinn. Schön. Dann wird der Skin gerollt. Ne? Ah, scheiße, grün. Ah, blau, Digga, blau. Okay, richtig geil. Ich könnte jetzt auch nochmal rollen, aber ich will es mal bei belassen. Ich glaube, ihr habt verstanden, worum es hier geht. Aber wir gehen jetzt mal zurück in das Video, ne? Weil für den Fall, dass ihr euch fragt, ist das, geht das überhaupt? Ich meine, what the f*** ist hier los? Gucken wir mal, wie die Stumblegeist spielen jetzt, ne? First Stumblegeist. Ja, okay, komm. Ey, mach du das, ich mach das andere. Mal gucken, wer mehr Glück hat, okay? Ja. Machen wir 10 Spins? 10 Spins. Ja, okay. 3, 2, 1, go. Go. Und? Ja, legendär!
Oh, ist aber Duplikat. Den hat er schon mal, den hat er schon mal bekommen. Alter, ja. Ist das krass. Ich habe irgendwie so ein richtig gutes Gefühl. Ich habe auch immer so ein gutes Gefühl am Automaten, ne? Die Sonne lacht heute einfach. Das ist oh mein Gott. Fast mythisch. Fast jetzt mythisch. Fast krasser, mythisch oder special? Special. Oh nein! Ich glaube auch. Leute, lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo, Leute. Abonniert alle auf meinem Kanal. Macht die 100k bei ihm voll. Und ja, schade. Also, wir gucken mal weiter, was die für Stumbleguys spielen. Oh, hier spielen sie Stumbleguys. Hier, die Skins haben sie jetzt und jetzt spielen sie das Spiel auch. Kann ich bitte meinen Account behalten? Nee. Bitte. Nein. Komm Account. Okay, also Wahnsinn. Am Ende kommt Gameplay, nachdem sie 10 Minuten lang Boxen aufgemacht haben. Und ich dachte mir, Stay, du woker linker Wichser. Du bist doch wieder nur am Haten. Hetzen und Heucheln. Darum dachte ich mir, gucke ich mir doch mal ein anderes Video an, auf dem Kanal, um einfach wirklich nicht den Eindruck zu erwecken, als würde ich mir hier irgendwas raussuchen. Also gucken wir jetzt mit dem großen iCrimex auf Supreme-Basis. Mal schauen, was er mit dem kleinen Jungen so an Stumbleguys-Spiele macht. iCrimex war bei ihm. Er ist dabei. iCrimex, was ja, grüße, Digga! Grüße! Okay, das ist haarig gerade. Krass! So, und dann wird hier Stumbleguys gespielt auch. Alter, Digga. Komm, 2% Shot. Gib ihn! Ja! Ah, du Digga, hast du schon leider. Egal, komm. Grüße, Digga. Komm, wir machen das. Ja, jetzt. Oh. Piggy-Skin. 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 Mann. Okay, alles Duplikate, die hast du ja alle schon. Ja, habe ich alle schon gezogen, ja. Ich habe auch super viele Skins zu Testzwecken auf meinem... Ich habe auch richtig viele Skins. Meinem Handy habe ich auch schon viele Skins. Cringe. Jetzt noch kein neuer, Leute. Nee, egal, wir bleiben drin. So, ich gucke einfach, um das zu vollenden, gucke ich auch nochmal am Ende des Videos, was hier für Stumbleguys gespielt wird. Hier wird Stumbleguys gespielt. Hier wird tatsächlich, muss man ja sagen, es wird nicht nur Stumbleguys gespielt, sondern es wird auch Stumbleguys gespielt. Ne? Also, ich meine, das ist ja ein... Naja, schön. Man kann ja auch, sieht ja aus wie Fall Guys, ja, muss man sagen. Pack-Openings. Das sind Pack-Openings und es wird geguckt. So, ist vielleicht angekommen, was ich meine. Aber wir machen noch mal ein bisschen... Nein, überhaupt nicht. Ich habe gar nicht null. Habt ihr den Punkt verstanden? Ein bisschen weiter. Denn ich habe mir ja angeguckt, um auf den App-Store zurückzukommen, die Altersverifikation hier. Ne? Das ist ab 9 Jahren. Nochmal, da ich mich in gefährlichen Terrain bewege. Die Schuld trifft meiner Meinung nach auch immer die Eltern. Ich würde mein Kind mit 10 Jahren kein unbeaufsichtigtes iPad in die Hand drücken. Und das gilt auch für alle Zahlungsanbieter, die ich habe. Jahre. Und ich dachte mir, was bedeutet das? Was bedeutet denn 9-jährig? Also, 9 Jahre, was bedeutet das? Und jetzt sind hier die Altersfreigaben und hier wird erklärt, was das bedeutet. Ja. Ab 9 Jahre bedeutet, Apps in dieser Kategorie enthalten möglicherweise leichte oder nur gelegentlich vorkommende Darstellungen von Cartoon, virtueller oder reeller Gewalt, sowie leichte oder nur gelegentlich vorkommende Darstellungen von für Erwachsene konzipierten oder schreckenerregenden Inhalt, der unter Umständen nicht für Kinder unter 9 Jahren geeignet ist. Lesen wir mal weiter, was ab 12 Jahre ist. Das ist die nächste Kategorie, ab 12 Jahre. Apps in dieser Kategorie enthalten möglicherweise auch gelegentlich leichte, unflätige Begriffe, häufig vorkommende oder extreme Darstellungen von Cartoon, virtueller oder reeller Gewalt, leichte oder nur gelegentlich vorkommende Darstellungen von für Erwachsene konzipierten oder anzüglichem Inhalt sowie simuliertes Glücksspiel. Ich muss jetzt aber nochmal ganz kurz auch dazu sagen, diese Gewalt, von dem er spricht, wenn es durch eine Cartoon-Figur auf die Fresse fällt, dann ist es auch diese angedeutete Gewalt. Was unter Umständen nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet ist. Und jetzt frage ich mich ja 2 Dinge. Erstmal, Grüße gehen raus an die Eltern, die den YouTube-Kanal von Leo Tinja in ihrer Verantwortung als Erziehungsberechtigte moderieren. Mhm. Bitte guckt da mal auf den Content, was der Leo Tin so macht. Und ich bin wirklich erstmal nur auf den Glücksspiel-Content eingegangen. Es gibt nämlich zusätzlich noch Videos, wo der Leotin, sagen wir mal, ein bisschen anders abgeht.
Da bin ich aber jetzt nicht drauf eingegangen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich könnte das ja vielleicht mal gleich zeigen, aber ich bin nur auf den Glücksspiel-Content eingegangen und würde das echt gut finden, wenn zwei Dinge passieren. Erstens, die Altersverifikation im App Store wird mal korrigiert, weil das sollte nicht ab 9 Jahre alt sein, sondern sollte erst ab 12 Jahre alt sein. Ich glaube, Leotin ist nicht 12. Wenn ich mich dort irre, tut mir das sehr leid. Wenn Leotin 12 Jahre alt ist, so wie wir das gerade gesehen haben, dann ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Aber da maße ich mir jetzt einfach an, das einfach mal zu sagen. Zweitens ist vielleicht auch mal moderieren, was so inhaltlich auf den YouTube-Kanälen, bei denen Leotin so unterwegs ist, los ist. Denn das sieht sehr nach merkwürdigen, instrumentalisierenden Gebrauch aus, denn anders kann ich mir solche Sachen hier nicht erklären. Mama, du darfst es niemals gucken. Alter, ist hier eine Party! Oh, Leontin! Oh! Scheiße, krank! Alter, Leontin, das ist das schönste Geschenk, was du mir gemacht hast. Hallo Leute, ich bin gerade vor Marvin seinem Hotel. Der Opa schläft noch. Ich zeig ihm jetzt mal das Nachtleben. Heute auch noch Feuerwerk und dies, das organisiert. Ihr seid auch alle nur geringfügig. Ich kläre den auch jetzt noch ein paar Chayas und so. Let's go, ich gehe da jetzt mal rein. Das ist witzig, oder? Das ist doch, das muss witzig sein. Und weck jetzt diesen Fettsack-Opa. Wir haben schon 12 Uhr Nacht und der Opa schläft schon. So Leute, ich muss jetzt erstmal sein Zimmer suchen. Ah, hier ist es. Oh, stimmt ja, ich bin ja voll dumm, ich hab ja eine Karte. So, Leute, ich gehe jetzt erstmal ins Bad, muss eigentlich pissen. Hey, was ist denn das? Boah, stinkt das hier. Boah. Ja, also, ich breche das jetzt hier mal ab, wir müssen uns das nicht leer reinziehen. Ich denke, ihr versteht, was meine Position dazu ist oder was ich damit sagen will. Also, mir ist natürlich vollkommen klar, dass wir, also ich fasse es nicht, dass ich übrigens 2024 nochmal über Glücksspiel rede, aber mir ist natürlich vollkommen klar, dass wir ein bisschen abgestumpft sind, was so Gambling-Content angeht, ja. Also ich glaube, nach 2016, 2017, 2018, die Leute, ne, irgendwelche Menschen sind unterwegs, machen hier ihren Glücksspiel. Das Ding ist ein bisschen verbrannt. Ich glaube, wir sind ein bisschen abgestumpft. Ich glaube auch, dass ich ein bisschen abgestumpft bin. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich bei meiner unschuldigen Recherche nach Mobile Games auf so einen eklatanten Fall von, sollte der Junge wirklich an einem Glücksrad sitzen und hunderte Euro da reinpumpen? Und ich habe mir die Preise angesehen, was die da kaufen. Das ist in einem 10er-Spin werden 30 Euro verballert oder 22 Euro verballert. Ich habe mir das, ich habe die App auch installiert und habe mal geschaut, was da so exemplarisch gekauft werden kann. Ich denke nicht, dass das so eine geile Idee ist. Und ich bin wirklich nicht die Muße, mir den restlichen Blödsinn anzugucken von den zwei beteiligten Erwachsenen, die diesen Jungen vor die Kamera halten und damit ihren beschissenen Content ausstaffieren. Marvin. Weil über iCrimex und über beschissenen Marvin könnte man wahrscheinlich extra Videos machen. Also würde ich es hier einfach mal dabei belassen. Weil mir in dem Moment wirklich nur wichtig ist, wenn die Eltern das wissen, ich bin natürlich nicht der Erziehungsberechtigte, dann weiß ich nicht, ob das alles so sauber da läuft. Wenn die Eltern das nicht wissen und dieses Video jetzt dazu führt, hey, wir haben uns das mal angeguckt und holy, tut mir voll leid, das ist uns voll durch die Lappen gegangen und ich meine das auch wirklich in keiner Form böse, dann sollte man da definitiv mal hinterhergreifen. Weil ich glaube nicht, dass das so eine geile Entwicklung ist. Aber das kann ja jeder individuell für sich selber entscheiden, ne? Ich meine, wir sind ja alle so ein bisschen abgestumpft von Gambling. Die einen finden das okay, die anderen vielleicht nicht. Ich finde das nicht okay und links-grün versifft oder nicht, aber das ist fucking weird. Bisschen too much, finde ich, für meinen Geschmack. Danke für die Aufmerksamkeit. Ne? Krass, dass er das münzt das jetzt alles nur auf das Gambling. Ich finde nicht das Gambling das Krasse daran, weil Gambling, sage ich wie es ist, das muss jeder selber wissen. Also wirklich, mal, ja, Butter bei die Fische. Wenn du jetzt in Spielen Geld ausgibst, ist das dein Bier. Das ist dein Geld, mach damit, was du willst. Wenn du in einem Spiel Dinger gambelst oder Sachen kaufst oder so, das ist einfach, es ist dein Bier. Fertig, Punkt. Das ist meine Einstellung dazu. Ich habe gedacht, das große Problem ist hier die Tatsache, dass dieses Kind vor die Kamera gezerrt und so inszeniert wird.